Ich möchte alle ganz herzlich auch meinerseits begrüßen und mich nochmal bedanken für die Einladung, die immer bei mir mit großer Freude verknüpft ist. Heute Abend ist ja Fußball und deswegen benutze ich den Ausdruck, ich habe immer, wenn ich hier in Karteinhaus bin, ein Heimspiel. Also ich bin nicht auswärts zu Gast und habe Angst um die Fankurve, die mir gegenübersteht, sondern im Gegenteil, ich habe immer alle diejenigen im Rücken, mit denen ich auch schon seit 1982 in Freundschaft verbunden bin. Das kann ich nochmal betonen, also dass wir seit 1982 regelmäßig, mindestens einmal, wenn nicht zwei, dreimal im Jahr, uns auf Anregung der Betriebsseelsorge und auch der Freundinnen und Freunde, die das Ganze federführend betrieben haben, getroffen haben. Das hat mir sehr gut getan. Das war für mich so etwas wie neue Heimat, sage ich nicht gerne, weil da gibt es auch, wenn ich hier reinfahre, gibt es immer so einen Abweg, da neue Heimat und dann neue Welt und dann Franzosenhausweg und alles Mögliche. Vor Franzosenhausweg ist mir sympathisch, aber das andere, da habe ich so meine Bedenken, weil in Deutschland gibt es den Ausdruck auch. Aber ich bin 1982 aus der Universität entfernt worden, weil ich Kommunist bin und nicht habilitieren durfte, sondern mir was anderes aussuchen durfte. Das hat mir nicht geschadet. Ich habe zwar weniger Geld verdient in den Jahren danach, aber sehr viele Freunde in aller Welt dazu gewonnen. Und was habe ich davon, wenn ich große Gehälter beziehe und alle gegen mich sind? Dann ist doch besser, man hat weniger und hat unheimlich viele Freundinnen und Freunde und fühlt sich einfach wohl. Deswegen bin ich mit 77 immer noch so fit, dass ich mich also wehren kann gegen die Insinuationen von oben und von rechts und von den Affen für Deutschland, AfD genannt. Also ich sage immer ganz einfach, der Klassenkampf hält jung. Merkt euch das mal. Die Beschäftigung mit dem Thema des heutigen Abends liegt mir schon lange am Herzen. Ich habe mich aber erst vor anderthalb Jahren angefangen, so einzuarbeiten, dass ich, glaube ich, mittlerweile den Überblick habe. Ich habe also früher auch immer lieber zu Werttheorie und Entfremdung und Fetischtheorie und das Kommunistische Manifest ist natürlich einem ans Herz gewachsen, geredet, aber dann habe ich irgendwo gedacht, also es gibt ja so im Kapitalismus, wenn man irgendwo was macht, die sogenannten Alleinstellungsmerkmale. Ne? Da muss man gucken, was mache ich anderen nicht und was könnte ich mal machen. Und da ist mir in diesem Jahr, wo es also nur so wimmelt von Veranstaltungen zu Karl Marx, aufgefallen, dass es so gut wie nichts Vernünftiges aus den letzten 30 Jahren zu der Thematik Marx und die Bibel gibt. Den Überblick in diesem Jahr habe ich noch nicht, weil ich zwar sammle wie ein Wilder und das immer bei mir schon auf den Tischen sich stapelt. Und ich bitte auch um Entschuldigung, als ich mit der Anna die Veranstaltung geklärt habe und den Veranstaltungstext übermittelt habe, habe ich vergessen, bei dem Stichwort Literatur, falls ihr den Zettel im Kopf habt, das Wort aktuell einzuführen. Aber es ist nicht so schlimm, dass ihr vermuten dürft, ich mache Hochstapelei. Es gibt in den letzten 50 Jahren höchstens drei vernünftige Veröffentlichungen zu diesem Thema. Die letzte, die erschienen ist, ist das von meinem Freund und Befreiungstheologen und Philosophen Enrique Dussel, Metaphoras Theologicas de Marx, das gibt es nur auf Spanisch. Das ist 1993 erschienen und seitdem, es kann sein, dass jemand sagt, Alter, ist also auch eine Schwäche, man liest nicht mehr alles und sieht nicht mehr alles, aber ich habe bis jetzt nichts entdeckt, wo ich gesagt habe, das musst du unbedingt gelesen haben, damit du keinen Unsinn liest. Es gibt eine gute Veröffentlichung aus dem Jahr 1976 von Reinhard Buchbinder, die ich mit großem Gewinn gelesen habe. Das ist aber ein Germanist, der hat sich vor allen Dingen um stilistische und textanalytische und literaturtheoretische Fragen bemüht, weniger um philosophische und theologische. Da habe ich festgestellt, dass mein teurer Freund Enrique Dussel, ein fix schreibender und schnell denkender Mensch, sehr viel bei dem Buch wieder übernommen und ins Spanische übersetzt hat, sodass man es auch nicht so schnell wieder erkennen kann. Ist nicht abgeschrieben, er hat auf Fußnoten ganz geschickt ins Spanische übersetzt, dann ändert sich ein bisschen was. Ich habe gedacht, Enrique, das kennst du doch. Jetzt habe ich das natürlich herausbekommen, dass das also dann in irgendeiner Weise vielleicht doch so ist, dass er also diese textanalytischen Untersuchung vom Buchbinder als Basis genommen. Ich habe das auch gemacht. Also ich sage jetzt nicht, ich habe das alles neu gemacht, obwohl ich als Linguist da so meine Erfahrungen habe und gut mit Texten umgehen kann. Anna hat ja darauf hingewiesen, wir sind also bei uns zuständig dafür, dass es seit den 70er Jahren so etwas gibt wie materialistische Bibellektüre. Die wurde jetzt von diesem Haus und seinen lieben Mitmenschen also
Anna und Hans und die anderen gefördert, sodass sie also nicht untergegangen ist, denn an den Unis ist sie verfemt und so fast verboten. Also ich habe erlebt, dass also junge Menschen, die also aufgeschlossen und denkerisch fähig waren, Examensarbeiten abliefern wollten, in denen also die materialistische Bibellektüre als Referenzrahmen zitiert wurde, das wurde denen verboten. Das ist die Freiheit der Wissenschaft im Kapitalismus. Das nur als kleine gehässige Fußnote am Rande. In dieser Richtung also gibt es eine Tradition, aber wir haben nie so richtig untersucht, was hat der gute Karl Marx, den ich sehr schätze und mit dem ich deswegen schon verbunden bin, weil auch ich in Trier geboren bin, was hat der denn dazu geschrieben? Ich habe früher, weil ich als Kommunist natürlich zur DDR ein positives Verhältnis hatte und auch keine Einreiseprobleme hatte, aber immer in der DDR Diskussionsprobleme, ich habe immer gesagt, also ich komme aus Karl-Marx-Stadt, also aus Trier. Und dann sagt mir, nö, man hört aber das gar nicht, Sie haben gar keinen Akzent. Das ist auch klar, denn der Akzent lautet ein bisschen anders bei uns als bei euch. Das nur als kleine Anekdote, die hat aber immer gewirkt und hat dann bei einigen zu Verstimmung und bei anderen zu Heiterkeit geführt. Und da hat man dann schon an einer Gruppe, der mir am Gegend ist, gesehen, wie man die Leute einteilen musste. Ne? Wenn sie nur verstimmt waren, dann habe ich gesagt, jetzt sei vorsichtig, Junge, ne? Und halt dich bedeckt und lies nur ab, was du geschrieben hast. Das war auch dann ein Text, den ich der Stasi immer freiwillig gegeben habe, damit sie wussten, was ich gesagt habe. Also das ist lange Jahre Erfahrung und die hat natürlich etwas damit zu tun, dass ich in diesem Jahr, wo also allein in Trier, ich war jetzt schon ein paar Mal damit beschäftigt, 600 Veranstaltungen zu Marx stattfinden, wo ich gedacht habe, da müssen wir mal was anderes machen, als das zu verdoppeln und zu vervielfachen, was die ohnehin schon machen. Eines ist für mich erstaunlich und habe ich mit großer Verwunderung, aber Zustimmung bemerkt, die diffamierenden Veranstaltungen und Texte zu Marx sind minimal. Ich nenne die Gruppe immer die Marx-Töter, die ausgezogen sind, die sind gleich wieder auf den Rückzug gedrängt worden, weil das kommt im Moment nicht gut an. Also jahrelang haben wir über Marx nicht positiv geredet oder gar nicht. Und jetzt plötzlich will jeder irgendetwas noch wissen über ihn und schreibt dazu. Und das finde ich also positiv. Ne? Die einen haben natürlich, das wird das so süffig sein, entdeckt, dass er ein Rotleintrinker war. Ich bin es auch, aber das ist jetzt nicht die Übereinstimmung mit ihm. Ne? Also wenn von uns beiden nach unserem Tod nichts anderes erzählt wird, als dass wir Rotlein getrunken haben, dann haben wir umsonst gelebt. Aber es ist trotzdem schön. Ne? Hat natürlich im Unterschied zu mir auch Zigarren geraucht. Ne? Konnte das alles nicht bezahlen, sein Freund Friedrich Engels hat das alles finanziert. Und es gibt schöne Briefe, wo Karl Marx an seinen Freund Friedrich Engels schreibt, er soll doch endlich mal die nächste Kiste Bordeaux rüberwachsen lassen, denn es war ja schon ziemlich Ebbe im Hause. Aber das ist in der Presse natürlich viel wichtiger, als dass er profunde Bibelkenntnisse hatte. Und deswegen haben wir, also Hans und Anna und Hubert und ich und viele andere hier aus unserem netten Kreis, gesagt, da könnten wir vielleicht mal abends was machen. Und ich habe mich auch angestrengt und ziemlich viel schon gesammelt. Noch nicht alles so verschriftlicht, dass ich eine Kopie des Textes abliefern kann. Aber in diesem Jahr wird das Büchlein fertig machen und die Bibel, weil man muss ja die Konjunktur nutzen. Ne? Im Kapitalismus ist das ja immer so. Solange noch Nachfrage besteht, sind die Preise hoch. Ne? Und wenn das Gut also zu häufig erscheint, dann sinkt der Preis. Also da Leute, die Bücher produzieren, Gerald weiß das ja auch, zumindest ein bisschen was für ihre Arbeit haben wollen, kann man das nicht einfach so verschleudern und sagen, tschup, tschup, wir schmeißen die Texte in die Gegend, wer sie auffangen will, der möge das tun. Also, erstes Kapitel vom getauften Juden zum radikalen Religionskritiker. Wandlungen eines prophetischen Geistes. Danach werde ich etwas vortragen und Anna, die ist ja die Wächterin der Zeit und kennt mich gut und hat also auch die Legitimation, mich zu bremsen und zu sagen, lieber Kuno, jetzt ist langsam Schluss, jetzt mach mal diszipliniertes Verhalten, ne? Kann ich alles gut ertragen. Der nächste Punkt ist der Umgang von Karl Marx mit der Bibel. Einige grundsätzliche Überlegungen. Vor allen Dingen möchte ich dazu dann auch seine Art des Umgangs mit expliziten und impliziten Verwendungen der Bibel ein wenig darstellen. Ein anderes Kapitel, das ich habe hier die Gliederung von meinem Buch, das ich da in Arbeit habe, liegen, die Fetischismusanalyse von Karl Marx, gelesen als implizite Theologie, das war nicht weg. Das kann man aber nachlesen, dazu habe ich schon so viel publiziert, wenn jemand sich dafür interessiert, das ist gut begründet in verschiedenen Büchern vorhanden. Hat mich interessiert, dass der Marx verschiedene Argumentationsmuster verwendet. Und eines davon möchte ich gerne vorstellen, deswegen
Normalerweise benutze ich diese Dinger nicht mehr so gerne, weil ich schlecht sehe und schlecht schreibe und überhaupt wackelig bin. Aber das Prinzip der Analogie wollte ich dann doch, weil ich als alter Mathematiker das liebe, mit einer Gleichung darstellen. So. Und dann gibt es noch zum Schluss die Frage, war Marx Atheist? Jetzt könnt ihr euch natürlich überlegen, was ich dazu sagen werde. Wenn ich Ja sagen würde, hätte ich die Frage erst gar nicht gestellt. Also so raffiniert muss man dann schon sein. Also fangen wir bei dem ersten Punkt an. Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 als Sohn des Ehepaares Heinrich Marx, der davor Hegel Marx Levi Mordecai hieß, und seiner Frau Henriette, einer Holländerin, geborene Pressburg, in Trier geboren. Beide Eltern waren jüdischen Glaubens und entstammten angesehenen rabbinischen Familien. Der Onkel Schmuel oder Samuel Marx war Vorsteher der jüdischen Kultusgemeinde in Trier. Der Vater konvertierte zum protestantischen Glauben, was ihm jetzt auch in den Artikeln, die ich so gelesen habe, immer so etwas komisch ausgelegt wird, als ob er ein Opportunist gewesen sei, um so seine Zulassung als Rechtsanwalt und später seine Tätigkeit als Jurist in Trier ausüben zu können. Nach der Niederlage Napoleons wurde beim Wiener Kongress, Österreich spielt immer eine wichtige Rolle, das Rheinland und damit auch Trier der preußischen Herrschaft unterstellt. Was mir bis heute noch stinkt, um es ganz deutlich zu sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Juden war es damit, anders als unter Napoleon, nicht gestattet, öffentliche Ämter und Regierungsbetätigungen auszuüben. Der Code Napoleon war bedeutend fortschrittlicher als die Gesetze in Österreich, in Preußen, den anderen deutschen kleinen Ländern und überhaupt. Also der Code Napoleon ist eine Errungenschaft, die man loben muss, obwohl Napoleon als jemand, der dauernd Eroberungskriege angezettelt hat, jetzt nicht ein Kind von Traurigkeit war und auch in diesem Sinne nicht heilig gesprochen werden darf. Die Kinder der Familie Marx wurden 1824 daher protestantisch getauft, also Marx mit 6 Jahren. Wahrscheinlich, wie immer auch in christlichen Familien, das ja üblich ist, wurden die Kinder gegen ihren Willen getauft. Der intelligente und aggressive Marx wird sich ein Leben lang darüber geärgert haben, denn das Zwanghafte der Religionszugehörigkeit war ihm durchgehend verhasst. Es ist aus guten Gründen davon auszugehen, obwohl das in der Literatur manchmal schmählich übersehen und sogar bekämpft wird, dass Karl Marx als jüdisches Kind in den Umgang mit der hebräischen Bibel so eingeübt war, wie es bei den jüdischen Familien Tradition war bis heute. Dass er dann auch mit dem christlichen Teil der Bibel, mit dem sogenannten Neuen Testament, sehr gut umgehen konnte, wird 1835 durch seinen Abituraufsatz im Fach Religion exakt belegt. Die Arbeit, spät in der DDR veröffentlicht, zuerst haben sie sich ein wenig geziert, weil sie da gar nicht so lustig das fanden, dass der so schöne theologische Texte geschrieben hat als junger Mann. Die Arbeit hat den Titel Die Vereinigung der Gläubigen mit Christus nach Johannes 15. Eine Arbeit, die ist 3 Seiten in der MEW Ergänzungsband, also Nummer 40, in der Erzählung nachlesbar. Er hat nie in seinem Leben sich von dieser Arbeit distanziert. Hat dabei schon eine sehr wichtige Differenzierung vorgenommen, die später für ihn wichtig war. Er hat zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft differenziert. Kurz gesagt, Gesellschaft ist eine Zwangsveranstaltung, der wir nicht entrinnen können. Gemeinschaft ist das, was wir selbst konstruieren mit Menschen, denen wir vertrauen, dass sie mit uns das Gemeinsame wollen und eine Gemeinschaft bilden können. Deswegen ist also die frühe Jesusbewegung aufgeteilt in Gemeinschaften, die man dann Ekklesiae nannte, nicht Kirche, wie man das dann übersetzt. Das war erst viel später. Also das hatte der gute Marx sehr genau erkannt und hat das in seinem Abituraufsatz schon, also mit 17 Jahren, dargestellt. Es gibt in der wissenschaftlichen Diskussion im Moment so etwas kontroverse Diskussionen bis hin zu hanebüchenden Dummheiten bei Professoren der Universität, aber das ist ja nicht verwunderlich, sonst wären sie es nicht geworden. Welche Bibelausgaben hat Karl Marx benutzt? Ich entfalte das jetzt nicht hier groß und breit. Eines ist klar, er hat die Lutherbibel von 1816 ergänzt durch die Ausgaben von 1856 und 1872 benutzt.
Das merkt man an den Zitaten. Die sind natürlich in diesem altertümlichen Lutherdeutsch geschrieben. Dass er die protestantische Ausgabe der Bibel benutzt hat, dürfen wir ihm nicht übel nehmen, obwohl er in einer 90% katholischen Stadt gelebt hat. Aber das hat die Hintergründe, die ich eben schon formuliert habe. Nachgewiesen ist, dass der junge Marx eine griechische Ausgabe des Neuen Testaments von 1820 besaß. Es gibt Dummköpfe unter den Kommentatoren dieser Situation, die sagen, er konnte weder Griechisch noch Hebräisch. Man kann natürlich solche Behauptungen in die Welt setzen, aber erstens stammt er aus einer jüdischen Familie, da lernt man Hebräisch. Und er hat also, das fand ich sehr aufschlussreich, als er zum Gymnasium ging, das Fach Hebräisch nicht genommen, sondern Französisch, weil er schon Hebräisch konnte. Und hat dann ausgezeichnet Französisch gelernt, was mir natürlich auch als frankophilen Mensch, und ich habe ja eine gewisse Bewunderung für Napoleon, das habt ihr eben schon gemerkt, sehr sympathisch war. Also, da ist also alles manchmal so quer. In diesem Jahr ist alles besser. Das, was ich hier zitiere, das liegt Jahre zurück. Auch berühmte katholische Theologen, die ich jetzt hier nicht nennen will, haben absoluten Unsinn geschrieben, wenn es um Marx geht. Da merkt man, da läuft ihnen also die Galle über und sie können vor lauter Aversion ihre Wissenschaftlichkeit ruhig bei der Garderobe abliefern. Es gibt aber, und das ist sehr interessant, einige wesentliche Zitate aus der Vulgata, also aus der lateinischen Übersetzung der Bibel. So zum Beispiel die nachher von mir noch herangezogene berühmte Collage der Stellen aus Apokalypse 13, 17 und 17, 13. Das ist jetzt keine eine Mathematiker unterlaufende Permutation der Zahlen, sondern das war wirklich so. Und das hat er im Londoner Exil geschrieben. Das heißt also, er besaß in London eine lateinische Ausgabe des Neuen Testaments und der gesamten Bibel bei einem Menschen, der sagt, das ist doch alles Quatsch, ne? Kann man doch vergessen, ist dummes Zeug und das ist also Humbug. Das ist nicht nachvollziehbar. Er hatte einen wissenschaftlichen Zugang zu diesen Dingen und hat sich also mit der lateinischen Übersetzung der Bibel beschäftigt. Konnte die auch selbst ins Deutsche übersetzen, was auch nicht immer der Fall war damals. Ich möchte jetzt die Stelle nicht noch auftischen, die er da also in seinem Werk auf Latein auch zitiert. Die Genossen aus der DDR hatten manchmal ihre Schwierigkeiten, weil sie da auch nicht so fit waren. Ne, die konnten doch besser Russisch als Latein, was ja auch nicht schlecht ist. Aber ich will das jetzt hier nicht unnötig ausweiten. Man kann im Ernstfall kann man dann das nachgucken. Marx hat da also sehr geschickt mitgearbeitet und hat damit gezeigt, dass er mit allen drei Sprachen der Bibel, das müssen wir mal bei einem angeblichen Atheisten, der nur gewettert hat gegen die Religion und ihr Spinnefeind war, unterstreichen, er konnte Hebräisch, Griechisch und Latein. So. Das ist ein Ergebnis, das habe ich mir erarbeitet durch Quellenstudium. Das hatte ich vor 3 Jahren auch noch nicht so auf der Pfanne, weil mich das so nicht interessierte. Ich habe auch durch die aversiven Attacken auf Marx in den letzten Jahren mich da etwas kundig machen müssen und habe dann gesucht, das ist auch nicht so einfach zu finden. Aber auch theologische Fragestellungen und Probleme kommen im Werk von Karl Marx durchgehend vor. Es gibt also Vertreter der katholischen Soziallehre, unter anderem der von mir sehr geschätzte Kurt Hubhoff, einer der wenigen linken Vertreter der katholischen Sozialen, die schreiben so einen Unsinn, wie das Karl Marx hatte von der Theologie und ihren Traditionen keine Ahnung. Das heißt, sie hatten keine Ahnung von der Ahnung, die Marx hatte. Aber das ist jetzt eine Mitte. Woher kommt diese Nähe zu einer biblisch begründeten Theologie? Da gibt es Spekulationen. Einiges ist abgesichert. Enrique Dussel, den ich eben zitiert habe, geht im Anschluss an das, was Reinhard Buchbinder, der zweite Gewährsmann, und das sind die zwei einzigen Bücher, die man wirklich in der Richtung gebrauchen kann, davon aus, dass Marx als Schüler am Gymnasium in Trier während eines 2-jährigen Unterrichts in evangelischer Religionslehre mit Auffassungen des schwäbischen Pietismus, die nicht dem preußischen Protestantismus entsprachen, in Kontakt gekommen ist. Übrigens eine kleine Fußnote. Marx ging sofort aufs Gymnasium, er hat keine Grundschule besucht, weil er zu Hause die entsprechende Bildung schon bekommen hatte. Das war üblich bei jüdischen Familien, dass sie ihre Kinder gut ausgebildet haben, eine hohe Bildung. Er hatte
Kenntnisse von Goethe, Shakespeare, den wichtigsten von Dante, Dichtern des Abendlandes, wie man so schön sagt, ne? Die hat er nicht zunächst mal in der Schule bekommen, sondern von zu Hause. Seine Frau Jenny Marx, also geborene von Westfalen, die trat als junge Frau in Trier auf als Shakespeare-Rezitatorin und hat bei großen Veranstaltungen der Bourgeoisie ist sie aufgetreten als schöne, junge, intelligente Frau und hat Shakespeare rezitiert. So war das. Und das fände ich, also das muss man auch mal unterstreichen. Übrigens wieder eine kleine Fußnote, der Bruder von Jenny Marx, also das war eine Adlige, ne? War dann später Innenminister von Preußen und hat seiner Schwester nach London mitteilen lassen, wenn sie sich von diesem ekelhaften Kommunisten trennt, darf sie mit den Kindern nach Berlin ziehen und bekommt eine Apanage, sodass sie da gut und für immer leben kann. Und hat sie zurückgeschrieben, sie ist keine Verräterin. Der Karl hat sich natürlich gefreut, aber der wusste von seiner Jenny, die er heiß inniglich geliebt hat, was der Briefe, der geschrieben hat und Gedichte. Das ist rührend und natürlich auch nicht hohe Poesie, aber einfach sind Liebeserklärungen. Die sollte man auch mal lesen, wenn man also immer nur denkt, der ist schuld daran, dass es also Stalin und Mao Zedong und Pol Pot gegeben hat. Der schwäbische Pietismus ist natürlich eine eigene Angelegenheit, die will ich religionswissenschaftlich hier nicht vertiefen. Das hat sich später, diese Kontakte aus dem Gymnasium, im Studium fortgesetzt. Warum? Ich mache es kurz. Diese entsprechende Denkweise trat in philosophischer Verkleidung bei Hegel und Schelling und den anderen berühmten deutschen Philosophen auf. Eines sei hier daher hervorzuheben, dass diese weltberühmten Schüler des Tübinger Stiftes sicher nicht unbeeinflusst waren vom schwäbischen Pietismus. Das kann man also minutiös nachweisen. Sowohl, dass Marx diese Texte kannte, wie auch das insgeheim bei Schelling und Hegel der schwäbische Pietismus eine Rolle spielt. Auffallend ist nämlich, dass also Marx den englischen Puritanismus und den holländischen Protestantismus immer scharf kritisiert und niedergemacht hat, nie aber den schwäbischen Pietismus. Ich habe das noch nie gehört, diesen Begriff schwäbischer Pietismus. Also ich kann jetzt natürlich dazu keine Vorlesung halten. Es gibt einen Gewährsmann, wo man nachgucken kann, der heißt Oettinger. Nicht Oettinger, so wie der Typ, der da für die CDU in Europa... was ein Kerngedanke... entschuldigen Sie bitte, ich kann das jetzt nicht weit auswählen, sonst brauche ich eine Viertelstunde um den schwäbischen Pietismus. Aber wir haben also, was für Marx wichtig war, ist ja also... die Betonung des Vorrangs der Glaubenspraxis gegenüber einer spekulativen und abstrakten Theologie. Das war der Grundgedanke, den er aus dem Pietismus übernommen hat. Wir haben als Studenten, als alte 68er, haben wir immer mit den Leuten aus Tübingen so ein bisschen Clinch gehabt und haben die immer Pietcom genannt. Das war also eine kleine Frechheit, aber trotzdem hatte das so etwas damit zu tun, dass sie dann doch frömmer waren als wir linken Katholiken. Es ist also nicht erstaunlich, wenn bei Marx viele Denkfiguren aus dieser Tradition kommen, die natürlich nicht nur seine Quelle war. Diese Geschichte mit dem schwäbischen Pietismus müsste man genauer aufarbeiten, weil sein Freund, sein lebenslanger Freund und wirklich Kampfgenosse Friedrich Engels, der war sehr stark durch den Pietismus geprägt und hat in seinen Schriften auch viel mehr gezeigt, wo er seine Quellen da hatte. Ne? Er hat zum Beispiel den Schelling als Philosophen niedergemacht mit einem Vokabular, das aus dem schwäbischen Pietismus kam, hat dem unterstellt, er ist selber ein Pietist und kein Philosoph. Aber das sind so Streitereien, die sind aus der Phase vor 1848. So. Ich zitiere jetzt nicht eine längere Passage von Enrique Dussel, der das Ganze schön zusammengefasst hat, sonst... wird die Anna mir nachher die rote Karte zeigen. Ich habe ein bisschen Angst immer vor ihr, weil liebevoll, aber streng. Ich möchte hier aber keineswegs Karl Marx in einen... ich habe da mein Fläschchen immer hier in der Ecke. Es sind keine berauschenden Getränke drin, ganz zufrieden. Also ich möchte keinesfalls Karl Marx in einen
Kryptotheologen, erst recht nicht für den Katholizismus reklamieren, obwohl mir das sympathisch wäre, wenn mir das gelingen würde, es geht einfach nicht. Aber unser Freund José Porfirio Miranda aus Mexiko hat vor 50 Jahren ungefähr ein Buch geschrieben, Marx y la Biblia, also Marx und die Bibel, der hat das versucht, das ist meiner Ansicht nach aber misslungen. Deswegen habe ich das Buch auch eben nicht unter meine Quellen gezählt, weil er auch nicht so viel sich mit den wirklichen Fundstellen beschäftigt hat. Eine kleine Geschichte sei nicht unterschlagen. Bruno Bauer, ein damaliger Philosoph und auch Theologe, mit dem Marx zunächst befreundet war, nachher sich mit ihm furchtbar zerstritten hat, das ist bei Marx immer so eine Geschichte, er war zunächst mit den Leuten befreundet und hat ihnen dann nachher so richtig was auf den Kopf gehauen. Das ist ein Charakterzug, über den will ich jetzt nicht reden, ich bin kein Psychotherapeut. Und ich selber bin auch so ehrlich. Er war damals Privatdozent an der Universität Bonn, die übrigens auch im Geburtsjahr von Karl Marx 1818 erst von den Preußen gegründet worden war. Der machte Marx den Vorschlag, sich in Bonn zu habilitieren und einen Lehrstuhl in der theologischen Fakultät anzustreben. Marx war nicht abgeneigt. Das Projekt schlug allerdings fehl, vor allem auch, weil Bruno Bauer von der preußischen Regierung wegen des Vorwurfs, er sei Atheist, mit einem Berufsverbot belegt wurde. Das ist eine bis heute gängige Praxis der Herrschenden, die über lange Zeiten aufrechterhalten wird. Ich will auch niemanden hier dazu verführen, irreführende Fantasien darüber anzustellen, was wohl ein Theologieprofessor Karl Marx in Bonn alles angestellt hätte. Sicher nicht lange, da hätten sie ihn auch rausgeschmissen. Aber das wäre noch eine schöne Ergänzung seines Lebenslaufs gewesen. Eine Frage bedrängt uns natürlich alle und mich auch, seitdem ich Anhänger von Marx und seinen Thesen bin, und seinen Theorien und seiner Lebensweise und überhaupt, ob er wirklich Atheist war. Wann er das wurde und in welchem Sinne er es vielleicht wurde. Dazu, wenn die Zeit noch reicht, werde ich zum Schluss was sagen. Ich habe eben angekündigt, dass ich den Umgang mit der Bibel natürlich ins Zentrum stelle und möchte jetzt diesem Teil mich eher widmen. Ich habe dazu eine ganze Menge Sachen auch mir selber ausgearbeitet, die ich aber nicht vorlesen werde. Das ist eine Zumutung an ein Publikum, das dann dazu verurteilt ist, zuzuhören, was der liebe Mann sich da zusammengezimmert hat. Aber eines sei klar, es gibt zunächst einmal, das werde ich aber jetzt nicht ausführen, ein Grundprogramm, der Gott des Exodus. Das ist für einen Juden die Basis, von der alles ausgeht. Die Befreiung des jüdischen Volkes aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und das ist für Marx entscheidend gewesen, auch für uns und für mich heute, bis heute. Der Gott des Exodus ist die Grundlage meines Gottesglaubens. Diese Grundlinie gilt auch für die verschiedenen Akzentsetzungen der marxischen Religionskritik. Seine Kritik der Religion richtet sich zwar gegen Religion als illusorische Verzeichnung der Wirklichkeit, vor allem aber gegen Religion als eine entfremdende und unterdrückerische Praxis, als Aufrechterhaltung ausbeuterischer Verhältnisse, die sie nicht nur rechtfertigt, sondern mit einem Heiligenschein umgibt. Die Praxis der Religion als Teil einer verkehrten Welt macht daher eine praktische Überwindung dieser Form von Religion notwendig und nicht nur ihre theoretische Widerlegung. Ich glaube, dass man, wenn man da genauer drauf eingeht, aber das will ich jetzt nicht tun, dass man nachweisen kann, dass Marx eine entscheidende Differenz sieht zwischen Praxis und Verkündigung des Evangeliums durch Jesus von Nazareth und seiner Bewegung und deren späterer Verkehrung, die mit der Hellenisierung der theologischen Reflexion beginnt. Das heißt, griechische philosophische Gedanken und Begriffe werden dem hebräischen Denken und der Verkündigung Jesu und seiner Bewegung übergestülpt und werden langsam dominant. Wer also katholisch ist, wird das vielleicht bemerkt haben. Der jetzige Papst ist ja ein Wunder des Heiligen Geistes und ich freue mich, dass ich katholisch geblieben bin. Aber sein Vorgänger war ein großer Gelehrter,
der genau das gemacht hat, was ich eben sagte. Er war fit in griechischer Philosophie und überhaupt in einer abstrakten Philosophie und hat die Theologie der Befreiung bekämpft, weil die genau das Umgekehrte gemacht hat, nämlich die Option von Marx zu teilen. Es kommt auf die Praxis des Glaubens an und nicht auf spekulative theologische Deduktion. Das ist Gott sei Dank vorbei. Hoffentlich wird der Ewige den Franziskus noch lange am Leben erhalten, sodass wir noch viel Freude haben, aber allerdings auch viele Aufgaben, denn wir müssen das tun, was er uns ermöglicht. Wir können nicht alles von ihm erwarten. Ich möchte einen Punkt überschlagen. Ich hatte mir einiges zusammengeschrieben und auch überlegt zur Kritik der Theologie des Opfers, die bei Marx sehr deutlich ist. Denn er sagt, Opfer ist ein Götzendienst. Und hat deswegen unheimlich polemisiert gegen die Tradition der Menschenopfer, nicht nur in der Antike, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Ihr wisst alle, dass also auch die Azteken Menschenopfer in ihrem Ritual hatten, weil sie damit meinten, die Götter gut zu stimmen und also Erfolg zu erzwingen. Das ist im Judentum endgültig überwunden worden. Und das hat Marx aufgegriffen, indem er immer wieder neu die tödliche Macht des Kapitals, und das hat ja Papst Franziskus auch getan, diese Wirtschaft tötet, mit dem Stichwort des Moloch bezeichnet hat. Die Kennzeichnung der kapitalistischen Produktionsweise, die Menschenopfer systematisch verlangt, nicht weil der Kapitalist ein böser Kerl ist, teilweise sind es ja ganz nette und liebe Menschen, die aber ein System bedienen, das den Tod bringt. Das hat Marx immer als Moloch bezeichnet. Ich möchte jetzt hier keinen Exkurs machen, religionswissenschaftlich, zu diesem Begriff, der nicht nur eine Gottheit, die Menschenopfer, vor allen Dingen Kinderopfer verlangt hat, aber nachher zu einem Begriff wurde für jede Gottheit, die Opfer verlangt, sondern nur sagen, Marx hat diese Tradition gekannt. Als Jude wusste er genau, wie das gekommen ist und warum zum Beispiel auch in der Geschichte von Abraham und Isaak endgültig ein Gottesverständnis, das Menschenopfer verlangt, ad absurdum geführt wurde. Wer die Geschichte von Abraham und Isaak genau liest, wird merken, da sind im Hebräischen zwei verschiedene Gottesnamen und Gottesbegriffe drin. Der Gott, der aus der Tradition kommt, der solche Opfer verlangt, und ein neuer Gott, der sagt, Schluss damit, das gibt es nicht. Menschenopfer sind ein für alle Mal verboten und sind mir nicht wohlgefällig. Das Tun der Gerechtigkeit ist das einzig Entscheidende. Und das hat Marx verstanden und das hat er bis zum Schluss seines Lebens meiner Ansicht nach auch so gesehen. Und insofern komme ich dann am Ende doch noch zu einem sehr positiven Ergebnis, was die Frage, war er Atheist, anbetrifft. Also das Kapital als Moloch, das übergehe ich jetzt mal an der Stelle, weil das ist eine sehr subtile Geschichte, weil man auch in die Begriffsgeschichte dieses Stichwortes Moloch und die biblischen Hintergründe einsteigen muss, denn auch in der hebräischen Bibel ist ja einiges an Texten vorhanden, die zeigen, dass auch vor diesem Wandel in Israel, dass es eine Anhängerschaft für diesen Moloch gab. Und die Propheten haben da richtig zuschlagen müssen, um also das endlich auszurotten, dieses Denken, das ja auch bei uns Katholiken immer noch eine Rolle gespielt hat, wenn wir also den Tod, den freiwilligen Tod Jesu am Kreuz als Opfertod titulieren, dass Gott Vater den Tod seines Sohnes sozusagen annimmt, damit wir armen Sünder gerettet werden, das ist eine Opfertheologie, die ich so nicht teile, muss man ganz, aber das ist ein anderes Thema, da können wir uns heute Abend nicht drüber unterhalten. Einige Hinweise dann doch jetzt zu die Bibel als Subtext, explizite und implizite Verwendungen von Bibelzitaten und Anspielungen. Da gibt es bei mir also auch mittlerweile ein ganz breites Konvolut von Texten, die ich hier einfach mal nur nenne, aber nicht vorlese, denn das wäre auch wieder mal ein Überborden der Verhältnisse. Ich habe da so eine Gliederung gemacht, die lese ich einmal vor und mache nur ein paar Beispiele. Die Bibelzitate und Bibelanspielungen im Werk von Karl Marx bewegen sich so zwischen 120 und 150 an der Zahl. Also nicht hier und da mal so ein kleines Stichwort aus der Bibel. Das war mir also bis vor ein paar Jahren auch noch unbekannt. Ich kannte 4, 5 markante Stellen. Und war erstaunt, dass fast in allen wichtigen Texten von Marx Anspielungen vor allen Dingen auch an die Bibel vorhanden sind. Es gab dazu wenig Literatur, das hat einen zweifachen Grund. Die Theologen wollten dem Marx nicht zugestehen,
dass er ein Bibelkenner war und ein positives Verhältnis zur Bibel hatte. Die traditionell durch den Marxismus-Leninismus geprägten Marxisten wollten sich damit erst gar nicht beschäftigen und hatten auch so wenig Ahnung von der Bibel, dass sie die Anspielungen gar nicht gelesen haben, die im Text drin sind. Also wenn man nicht explizit nach der traditionellen Sitte mit Anführungszeichen zitiert, sondern das sozusagen im Text selber mitteilt, dann merken Leute, die gar nicht wissen, wo das herkommt, die merken das nicht. Das kann man also jetzt an vielen, vielen Stellen nachweisen. Es gibt also das als Schematismus mitgeteilt, Bibelzitate und Bibelanspielungen als Mittel der Illustration. Zweitens, als Mittel autoritativer Argumentation. Drittens, als Mittel der Charakterisierung von Einzelpersonen, Gruppen und Klassen. Und viertens gibt es dann noch die Möglichkeit, spezifische Argumentationsmuster bei Marx, vor allen Dingen die Analogie, zu entdecken und auch gut belegt zu finden. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich zu all diesen Verwendungsweisen mindestens mal ein Beispiel nenne, aber jetzt haben wir schon... Anna ist akzeptiert. Nicht zu lang. Ein Beispiel zu jedem. Nee, ich fange nicht an. Alles ist auf. Also. Ja. Jetzt hab ich habe sie schon hier liegen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den. Also, erstes Beispiel: die. Was habe ich gesagt? Mittel als Mittel der Illustration. Ja? Ja? Mittel der Illustration. Also, im April 1849 ließ sich die französische Regierung von der Nationalversammlung die Mittel für ein Expeditionskorps nach Italien bewilligen. Angeblich wollte sie die Römische Republik verteidigen. In Wirklichkeit jedoch scheint sie versucht zu haben, dem Papst seine weltliche Macht wieder zu verschaffen. Louis Bonapartes Pläne, also der sogenannte Napoleon III., die französische Krone aus den Händen von Pius IX. Zu erhalten, illustriert Marx so, und da merkt man, wie gut er damit umgehen konnte, nachdem er den Hohepriester Samuel in den Vatikan wieder eingeführt hatte, konnte er hoffen, als König David wieder in die Tuilerien einzuziehen. Er hatte die Pfaffen für sich gewonnen und damit selbst gewonnen. Aber natürlich, wenn jemand nicht die Geschichte von Samuel und David kennt, der weiß gar nicht, was hat er denn damit gemeint. Es gibt hier eine Technik, die Marx dauernd verwendet, eine Typos-Antitypos-Korrespondenz, so nennt man das in der Linguistik oder Literaturtheorie. Samuel wird mit Pius dem IX. Identifiziert und David mit Louis Bonaparte. Und in diesen beiden Anspielungen, das wollte Marx, ist David der Typus für Louis Bonaparte, wobei er natürlich den nicht jetzt damit zum König David gemacht hat, sondern nur gezeigt hat, dass diese Art von Umgang miteinander schon sehr alt ist und in der Bibel vorhanden. Da habe ich jetzt was zugeschrieben, das machen wir jetzt nicht. Jana hat mich ja schon liebevoll und mahnend angeblickt, aber ich werde das jetzt nicht machen. So, der zweite Punkt war die autoritative Argumentation und die Bibel als Mittel dazu. Das ist also auch ein kürzerer Text. Ich habe so viele lange, die gefallen mir selber so gut, aber das machen wir jetzt nicht. Es geht um die Person des Schriftstellers. Der Schriftsteller betrachtet keineswegs seine Arbeiten als Mittel. Sie sind Selbstzweck. Sie sind so wenig Mittel für ihn selbst und für andere, dass er ihre Existenz wegen seiner Existenz aufopfert, wenn es Not tut. Und in anderer Weise, wie der Prediger zum Prinzip es in der Religion gemacht hat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unter welchen Menschen er selbst mit seinen menschlichen Bedürfnissen und Wünschen mit eingeschlossen ist. Naja, jeder, der sich ein bisschen in der Apostelgeschichte auskennt, weiß, dass der Petrus in Apostelgeschichte 5,39 sich gegenüber dem Vorwurf des Hohen Priesters
Gesetze zu verletzen, mit diesem Satz verteidigt hat. Marx kannte das und hat das geschickt genutzt. Aber was ich persönlich sehr überzeugend finde, ist, und das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, er selbst glaubt, dass ein Schriftsteller dann verpflichtet ist, die Wahrheit zu sagen, wenn dies für ihn so nachteilig werden kann, dass er deswegen seine Existenz opfern muss. Das ist kein Opportunismus, das ist das Gegenteil. Und dahinter steht offenbar die Vorstellung, dass auch ein Schriftsteller seiner Aufgabe zuliebe zum Martyrium bereit sein soll. Ist in dem Text dahinter weiter ausgeführt, das nur als ein kleiner Beleg für das bei ihm oft vorhandene Zitieren der Bibel als Mittel einer autoritativen Argumentation. Bitte? Reichen die zwei Beispiele und die anderen Dinge dann? Muss ich das doch wieder unterbrechen? Ich habe also jetzt noch charakterisieren von Einzelpersonen, Gruppen und Klassen. Ja. Wäre genehm. Ich weiß es nicht. Ich würde dich ersuchen, weiterzugehen. Ja. Du hast mich gefragt, ich habe... Ja, ist super. Wir haben nur 20 Minuten und... Wie viel noch? Haben wir noch? 20 Minuten. Oh, das schaue ich locker. Okay, gut. Also, es gibt die Dreiergliederung, die habe ich mir da so ausgearbeitet, dass Bibelzitate zur Charakterisierung von Einzelpersonen, Gruppen und Klassen verwendet werden, wobei man immer feststellt, dass es eben um Arbeiter geht. Einzelne Arbeiter wird also zum Beispiel mit Esau verglichen und er wird also verraten, ne? Um ein Linsengericht vom Kapitalisten. Dann die Gruppe der Fabrikarbeiter, und das muss ich jetzt, das muss ich jetzt doch zitieren, die werden mit einer Kennzeichnung dargestellt, die ich also sehr bezeichnend finde. Entschuldigung, da muss ich herumsuchen, weil das also wirklich direkter Eingriff in ein biblisches Zitat ist. In der Manufaktur, die den Arbeiter zum Teilarbeiter verstümmelt, sagt Marx, entwickelt der Arbeiter produktive Tätigkeit nur noch als Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten, wie dem auserwählten Volk auf der Stirn geschrieben stand, dass es das Eigentum Jahwes sei. So drückt die Teilung der Arbeit dem Manufakturarbeiter einen Stempel auf, der ihn zum Eigentum des Kapitals brandmarkt. Gibt es auch eine sehr subtile Auslegung von Marx selber zu. So, jetzt halte ich mich aber an das Prozedere. Ein nächster Punkt war in meiner Grobgliederung spezifische Argumentationsmuster von Marx. Und da hatte ich mir, gibt es eine ganze Menge, hatte ich mir eines ausgesucht, nämlich die Analogie. Das ist eine schöne Geschichte, jetzt müsste ich allerdings das ganze Zitat von Marx vorlesen, deswegen habe ich diese ganzen Kopien rumliegen, weil ich, wenn ich da im Buch blättere, dauert es noch länger. Ich mache es kurz, ich lese das Zitat und schreibe dann schnell das Schema. Das andere, was ich da so mir ausgedacht habe, lassen wir weg. Die ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biss in den Apfel und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der anderen faulenzende, ja alles und mehr verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen. Die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben, sondern das, was die anderen erarbeitet haben, verpassen. Das Zitat geht noch länger. So, jetzt hat ja Marx hier etwas gemacht, was er mindestens 50 Mal, habe ich mal aufgeschrieben, macht, nämlich eine Analogie. Analogie heißt, das ist also, das muss ich dann doch ein bisschen den alten Mathelehrer noch raushängen lassen, also es gibt, also, kann man das nicht. Also, das
das muss jetzt sein, sonst habe ich meinen Beruf verfehlt. Also A ist gleich ursprünglich Akkumulation. Ich schreibe das jetzt nicht alles, aber das ist halt noch. Hab das eben mitbekommen, was ich da gesagt habe. Ursprünglich Akkumulation. Ja? So. B ist politische Ökonomie. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich das so ein bisschen phlegmatisch da mache. C ist der Sündenfall. Ihr kennt die Geschichte aus dem Buch Genesis. Und D ist die Theologie. Nicht nur der die Schöpfungstheologie, sondern die Theologie überhaupt. Das hat der gute Karl Marx, das ist sehr kompliziert und zieht sich über ein paar Seiten, aber man kann da eine Gleichung draus machen. Und das ist für mich immer so sympathisch, weil ich mir das dann auch am besten merken kann. A verhält sich zu B wie C zu D. Das nennt man eine Analogie. Es gibt vier Analogate, also A, B, C und D, auf beiden Seiten zwei. Und jedes Analogat hat also zwei Elemente. Und jetzt kann man sagen, das ist natürlich ein bisschen differenzierter ist es schon, aber in Kurzform, Marx hat gesagt, also die ursprüngliche Akkumulation verhält sich zu ihrer Theorie in der politischen Ökonomie wie der Sündenfall in seiner Erklärung in der Theologie. Komm, so, was haben wir denn dadurch gewonnen jetzt? Er möchte wahrscheinlich erreichen, dass Menschen, die noch wissen, was der Sündenfall bedeutet, verstehen, was der Sündenfall in der Ökonomie bedeutet. Das heißt, er nutzt die biblische Geschichte, um eine aktuelle Problematik deutlicher zu machen. Vor dem Hintergrund natürlich, dass er davon ausgeht, dass also die Menschen in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch ein bisschen mit der Bibel vertraut waren. Heute dürfte man wahrscheinlich nicht mehr von dieser Prämisse ausgehen, sodass die Verhältnisbestimmung oder die Gleichung überflüssig wäre. Also Analogien zehren ja davon, dass man Plausibilitäten wachrufen kann. Was man da stattdessen machen könnte, weiß ich jetzt nicht. Aber das nur als Beispiel dafür, was eine... Diese Argumentationsform der Analogie verwendet Marx also mindestens an 50 Stellen, die ich mir mal herausgeschrieben habe. Das ist also interessant. Und Marx hat also die biblischen Kenntnisse und auch die biblischen Texte als Erklärungsmodell für seine Argumentation benutzt. Meine Behauptung ist also, er hat theologische Argumentationen gekannt und benutzt, um nationalökonomische Sachverhalte aufzuschlüsseln und verständlicher zu machen. Damit ist noch kein Urteil gefällt darüber, ob er jetzt diese Theologie und die theologischen Überlegungen positiv oder negativ eingeschätzt hat. Er hat sie auf jeden Fall gekannt und als hilfreich empfunden. Und wenn man sagen würde, nur als didaktische Hilfe, um Verständnis für einen anderen Sachverhalt zu entwickeln. Wer kommt schon auf so eine Idee, wenn er den ganzen Zusammenhang der Theologie und der Bibel für Unsinn hält und für Vernebelung der Gehirne und einfach mal etwas salopp gesagt für Schwachsinn. Ich glaube, da kann man sich jetzt eine positive Antwort zu ermitteln. Eine nächste Argumentationsfigur möchte ich also anhand einer Nutzung von Marx einer Stelle des Philipperbriefs des Apostels Paulus vorführen, die er in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie und der Kritik des Geldes als Subtext verwendet hat. Das haben viele Autoren, die zu Marx gearbeitet haben, übersehen und das also auch nicht beherzigt. Die Methode, die hab ich den Namen Inversion gegeben, weil ich das aus der Physik kenne. Und ich dachte also, das ist ganz hilfreich, wenn wir diesen Begriff benutzen. Marx schreibt in den Grundrissen aus den Jahren 1857 bis 1859,
aus seiner Knechtsgestalt, in der das Geld als bloßes Zirkulationsmittel erscheint, wird es plötzlich der Herrscher und Gott der Welt, der Ware. Es stellt die himmlische Existenz der Ware dar, während sie seine irdische darstellt. Ich sage, ja, was ist denn da jetzt so umwerfend? Man muss natürlich dann den Philipperhymnus von Paulus lesen. Ich zitiere den jetzt mal, damit man den Hintergrund kennt. Ich lese die 4 Verse vor. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit dem Messias Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Sklavengestalt an und ward den Menschen gleich und seiner Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist. Wir haben hier ein gutes Beispiel dafür, wie subtil Marx für sich das sogenannte Neue Testament nutzen konnte. Er begreift hier, und das habe ich jetzt mit dem Terminus Inversion bezeichnet, er begreift das Geld als Inversion Christi und setzt damit die bereits in der Apokalypse des Johannes erkennbare Identifikation des Geldes mit dem Antichristen fort. Hätte ich jetzt eine Passage zur Apokalypse machen müssen, aber dann wird es noch mehr. Ich setze die mal als bekannter voraus. Das hier ist eine Entdeckung, die habe ich erst sehr spät gemacht. Während Christus eine gottähnliche Gestalt hatte, das Wort Gestalt ist hier sehr penibel, weil es im Griechischen Morphe heißt und im Lateinischen Forma, da müsste man jetzt eine philologische kleine Expertise zu abliefern, lassen wir das. Hat sich er dieser Gestalt entäußert, um die Gestalt eines Sklaven anzunehmen und damit nicht nur den Menschen allgemein, wie es in der deutschen Übersetzung, in der Einheitsübersetzung und auch bei Luther heißt, sondern der untersten Klasse von ihnen, nämlich den Sklaven, ähnlich zu werden. Und die Behauptung von Marx ist, das Geld durchläuft genau den umgekehrten Prozess. Es tritt zunächst als reines Tauschmittel in der unterwürfigen Gestalt des Dieners auf. Alle brauchen Geld, das ist nützlich, das ist auch nicht so berauschend. Wenn man viel hat, dann ist man etwas zufriedener, als wenn man wenig hat, aber zumindest sehen wir nicht darin eine Gottheit. Um sich dann aber aufgrund seiner Omnipotenz, seiner Allmacht, seiner Allgegenwart und seiner Durchsetzungskraft zum Herrscher über die Welt aufzuschwingen. Deswegen sagt man ja bis heute oft, Geld regiert die Welt und meint das ernst. Es gibt also eine einfache Gleichung, auch wieder hier bei Marx. Christus erniedrigt sich, das Geld erhöht sich. Und das ist eine komplette Verkehrung der Verhältnisse, also eine Inversion. Jetzt habe ich gedacht, das muss ich dann doch nochmal darstellen, weil ich freue mich so an dieser Geschichte, dass ich die immer loswerden muss. Die Inversion ist also einfach zu erkennen. Diese Stifte habe ich schon in der Schule zur Verzweiflung gebracht. Es wird bis zum Alter wird es besser. Also, Christus, man kann es also relativ gut abbilden. Sklavengestalt. Gottesgestalt. Machen wir das dahin. Die Gestalt, das ist die Vermittlung. Sklavengestalt. So. Das Geld. Knechtsgestalt. Ich kürze mal hier ab, sonst kann ich das. Gestalt Gottes, also göttliches Phänomen. Und wer sich die Macht des Geldes und des Kapitals in der heutigen Welt nicht nur seit der Finanzkrise anguckt, der wird sagen, das ist gar nicht so dumm gewesen. Und das in dieser einfachen Form der Parallele, ne, ich würde einfach mal so wie in der Mathematik da ein Äquivalenzzeichen machen, das stimmt so.
Diese Denkfigur der Invasion, die kommt oft bei Marx vor und die kommt auch oft bei Jesus vor. Dann habe ich, das wollte ich jetzt nicht machen, als alter Physiklehrer natürlich gemerkt, wenn man das im Sinne der Optik und der Abbildung durch eine Linse darstellt, dann kann man da schön was draus machen. Ihr wisst alle, wenn man eine Kerze hat und bildet die durch eine Linse ab, dann erscheint sie als Bild in umgekehrter Form, die Flamme zeigt nach unten. Wenn man jetzt noch eine zweite Linse einschaltet, dann kann man das Ganze wieder aufstellen. Und Marx hat das gemacht, er hat gesagt, also die kapitalistische Welt verkehrt sozusagen das Ganze durch eine Abbildung, durch eine Inversion und stellt das Ganze auf den Kopf. Jetzt können wir natürlich sagen, also wenn wir dann wieder eine neue Blickrichtung, also eine neue Linse einschalten, eine neue Brille aufsetzen, stellt das Ganze sich wieder her, wie es einmal war, und er stellt an sich die jesuanische Religion wieder her, ohne das so zu sagen, er tut es. Es gibt Theologen, die reden dauernd drüber, aber sie tun es nicht, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hat Jesus schon gesagt. Aber Marx macht das so, dass er die Doppelinversion eingeführt hat. Und das muss ich jetzt nochmal etwas intensiver für mich persönlich begründen, weil das Schema gefällt mir so gut, weil es so schön funktioniert. Aber bei Marx kann man nachweisen, dass die Inversion für ihn eine durchgehende Denkfigur ist. Und deswegen redet er ja auch in der Kritik der kapitalistischen Verhältnisse immer davon, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird, dass deswegen die Religion ein verkehrtes Bewusstsein ist, nicht weil die Religion dummes Zeug ist, sondern weil sie das Bewusstsein einer verkehrten Welt ist. Und daher glaube ich, dass man die Religionskritik von Marx als Theologe sehr gut akzeptieren und auch rezipieren kann, weil wenn wir die verkehrten Verhältnisse umgestürzt haben, die einen dazu zwingen, ein verkehrtes Bewusstsein zu haben, dann können wir ein richtiges Bewusstsein von richtigen Verhältnissen haben. Marx hat nie einen Text darüber geschrieben, ob es das gibt, dass sozusagen die nicht verkehrten Verhältnisse zu einer nicht verkehrten Form der Religion führen können. Ich glaube schon, dass es so ist, und das war das Bewusstsein Jesu, der dauernd die Verhältnisse ja auch versucht hat, vom Kopf auf die Füße zu stellen, damit sich was bewegt. Der Marx ist, wie Jesus auch, ein guter Jude. Und ich habe gestern Abend in Amstetten jemanden erregt, weil ich gesagt habe, Jesus war kein Christ. Der ist mir fast an den Hals gesprungen, weil dann habe ich dann noch etwas zu viel Sand gesagt, war er dann katholisch oder evangelisch, sondern er war Jude, so wie Marx auch. Marx war auch kein Marxist, das wird heute jetzt so breitgetreten. Also ich bin ja nicht selbst Anhänger meiner selbst, wenn ich super eitel bin. Sondern das ist Quatsch. Das Thema können wir fallen lassen. Aber Jesus war ein Jude, Marx war ein Jude und ich habe immer ein Leben lang von drei Juden gelernt, Moses, Jesus und Marx. Und deswegen bin ich also relativ zufrieden mit dem, was ich da immer wieder rausfinde und meine, was wir tun sollen. So, jetzt kommt noch der Atheismus. Das sagen wir da, wo wir hinwollen. Ja. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier in meinem Zettel zueinander... Ein Augenblick, heute heißt das immer so schön Konvolut. Das Konvolut. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Was heißt überhaupt Atheismus? Und da kann man sich also natürlich kundig machen in der Tradition, indem man sich anguckt, welche Atheismusdefinitionen gibt es in den einschlägigen Lexika. Das ist natürlich ein bisschen mühselig, aber das ist auch nicht notwendig. Wir wissen aus der Tradition unseres Vereins, also des Christentums und der entsprechenden Kirchen, dass die frühen Christen von der römischen Behörde und dem römischen Staat als Atheisten bezeichnet wurden. Sie wurden deswegen verfolgt. Und also ein Kirchenlehrer, Justin, der Apologet, also derjenige, der den Glauben verteidigt hat, hat das zurückgewiesen. Also das ist üblich, den Gegner als Atheist zu bezeichnen, wenn man nicht versteht, was er wirklich glaubt. Und da wir selber sozusagen diesem Verdikt zum Opfer gefallen sind, sollten wir vorsichtig sein mit der Brandmarkung anderer Menschen, indem wir ihnen dieses Etikett aufkleben. Justin hat in seiner Apologie geschrieben, daher heißen wir Atheisten oder Gottesleugner. Wir gestehen zu, in Bezug auf derartige falsche Götter Gottesleugner zu sein,